Ihr glaubt's nicht, aber das Weltall hat uns diese Chips geschenkt. Wieso ich das sage, erfahrt ihr gleich, denn hier kommen 5,5 Sachen auf der Erde, die es ohne Weltraumforschung so nicht geben würde. Der Tennisschläger für Profis. Der ist super leicht und trotzdem stabil. Also so stabil ist er dann auch nicht. Aber stabil genug fürs normale Spiel. Und das Krasse ist das Material. Es ist ein neues Metall, das super stark und super leicht ist. Und woran vor allem für den Weltraum geforscht wurde. Na klar, für so eine Reise ins All muss ja alles möglichst leicht und richtig stabil sein. Und das hat sich die Tenniswelt abgeguckt. Abgespacete Sonnenbrille. Und das meine ich wörtlich. Der UV-Schutz, den mittlerweile alle Sonnenbrillen haben, kommt aus der Weltraumforschung. Die Sonnenstrahlung im Weltall ist so stark, dass die NASA an den Visieren der Astronautenhelme UV-Filter angebracht hat, die es vorher so nicht gab. Und zusätzlich können die Gläser auch kratzfest und bruchsicher sein, dank der Weltraumforschung. Denn da muss ja alles stabil sein. Der Klettverschluss. Ist ja klar, wenn man da oben im Weltraum herumschwebt, dann fliegen auch alle Sachen herum. Also hat man den Klettverschluss überall dran gemacht und so konnte man alles problemlos irgendwo aufhängen. Zugegeben, den Klettverschluss gab es vorher schon, aber die Weltraumforschung hat nochmal ganz schön nachgebessert und den Klettverschluss berühmt gemacht. Den kannte nämlich vor rund 50 Jahren kaum jemand auf der Erde und jetzt hängt er überall ab. Dieses Foto und dieses Foto wurden mit der gleichen Technologie aufgenommen. Die mini-kleinen Kamerasensoren, die heute im Handy stecken, wurden fürs Weltall entwickelt. Na klar, da muss alles klein und leicht sein. Habt ihr schon mal überlegt, warum Chips in einer Plastikverpackung nicht zerbröseln? Hier in der Packung ist Luft drin, die dient als Polster. Aber wie war das am Anfang, als die Chips da reingefüllt wurden und noch nicht so ein Puffer drin war? Da müssten die Chips ja beim Reinfallen in die Packung schon zerbröseln. Und da kommt die Weltraumforschung ins Spiel. Es ist nämlich so, dass die Art und Weise, wie Chips hier reinfallen, Ähnlichkeit mit einem landenden Raumschiff hat. Da kommt es auch auf Geschwindigkeit, Eintrittswinkel und an. Und das Wissen wurde auf die Chips übertragen. Und deshalb bleiben sie heile. Und noch ein besserwisser Fakt. Immer wieder wird behauptet, dass die Beschichtung von Pfannen, also Teflon, von der NASA entwickelt wurde. Aber das stimmt nicht. Teflon gab es schon vorher. Und damit habt ihr 5,5 Fakten, mit denen ihr in jedem Gespräch auf der Erde und im Weltraum glänzen könnt. Lasst dafür gern ein Like, einen Kommentar und ein Abo da.